Allow me to reintroduce myself. My name is Max und herzlich willkommen zu Tag 11 der EM-Tag-Zusammenfassung nach einem Tag, der schöne Entscheidungen mit sich gebracht hat. Um es mal so zu formulieren, auch ein paar überraschende Sachen. Paar, das, was schon mal sehr überraschend ist, was sehr schön ist. Und ja, also fangen wir direkt bei den 18-Uhr-Spielen an mit Österreich gegen Ukraine. Das ist jetzt am spannendsten. Zu Niederlande gegen Nordmazedonien werde ich nicht großartig was sagen. Ich habe original keine einzige Minute davon gesehen, weil es jetzt auch nicht unbedingt entscheidend war. Niederlande hat 3-0 gewonnen, herzlichen Glückwunsch an die. Sind genauso wie Italien mit, ohne Punktverlust durch die Gruppe gegangen. Nicht so wie Italien ohne Gegentor. Das ist nochmal eine andere Liga. Aber auf jeden Fall ohne Punktverlust. Und deswegen Props an die Niederlande. Hat mir auch sowieso gefallen, die ersten zwei Spiele, die ich von denen gesehen habe. Sehr, sehr mutig gespielt. Sehr viel auf Sieg gespielt. Nie das, was der Trend im Turnier ist. Oh, bitte kein Gegentor kassieren. Sondern hat mir wirklich gefallen. Und so kann man eine Dreier- respektive Fünferkette auch spielen, interpretieren. Nämlich sehr offensiv. Mit den Außenverteidigern, die sehr, sehr viel mitlaufen, also beziehungsweise nach vorne, die oft als quasi Außenstürmer in dem Sinne auch fungieren. Und ja, dann kommen wir mal direkt auf Österreich gegen Ukraine. Und ja, Franco Foda hat seine Fehler, wenn man sie so nennen möchte, oder beziehungsweise seine Sturheit eingesehen und geändert und mit Viererkette gespielt. Und oh, was ein Wunder. Es hat total gut funktioniert. Also 1-0 sieht sehr knapp aus, aber Österreich hat das ganze Spiel komplett dominiert. Aber komplett. Es waren so viele Chancen, die die noch hatten. Arnautovic gefühlt mit 200, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die nicht reingegangen sind. Ja, auch was ein Wunder. David Alaba kann auf links total krassen Impact haben. Wow, hätte ich nie gedacht. Also, aber ja, also er hat es ja gemacht. Also ich will ihm jetzt nichts vorwerfen, denn er hat die Fehler eingesehen und hat umgestellt und es hat super funktioniert. Also will ich ja Franco Foda auch endlich mal für Props geben, weil der Typ hat echt viel einstecken müssen die letzten Wochen und Monate als Österreich-Coach und sich viel anhören müssen. Aber er hat es ja eingesehen, ist ja schön. Und das Geile an den Außenverteidigern ist, es war ja nicht, es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt dass zum Beispiel jetzt in dem Fall Alaba jetzt auf komplett links spielt als Außenverteidiger. Er ist halt auch nicht dieser klassische Außenverteidiger, sondern beide, auch Lainer, sind sehr, 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 sehr viel überlaufen. Sehr, sehr viel einfach, um offensiv Trouble zu machen. Und es war unfassbar, es hat unfassbar gut funktioniert, weil die Ukraine schien sehr baff zu sein. Also es sah so aus, als hätten die einen sehr, sehr klaren Matchplan gehabt und wollten strikt danach gehen. Und als der nicht aufging, da Österreich halt kein bisschen so gespielt hat wie in den Spielen davor, standen die da und dachten sich ja, wow, toll, Dankeschön, wir haben keinen Plan B. So, wir kommen nicht durch, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Und die Ukraine hatte wirklich auch kaum irgendwie Chancen nach vorne und irgendwie was Gutes dazu kreieren. Waren wirklich krass unterlegen, was schade war. Ich würde auch spekulieren, dass es viel mit der Kraft zu tun hat. Also die sahen sehr müde aus, was absolut verständlich ist, weil die wirklich Spiele abgerissen haben davor, wo die sich auch gegen, zum Beispiel gegen die Niederlande nicht belohnt haben, wo die sehr, 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 sehr viel Meter gegangen sind, sehr viel Power dagelassen haben. Und deshalb ist schade für die Ukraine. Vor allem so Leute wie Malinowski oder Schewtschenko tun mir halt leid. Schewtschenko aus bekannten Gründen, Malinowski spielt halt einfach in Italien, so hat so eine richtige Connection zu ihm. Jaremtschuk finde ich immer noch geil, finde ich immer noch einen geilen Typ, werde ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten, falls sie weiterkommen. Und wenn nicht, dann über die nächste Saison hinaus. Sonst für Österreich freut es mich dann natürlich auch. Also an sich sind alles ganz sympathische Jungs dabei. Hinti sowieso, also Elsanker. Für die freue ich mich extrem. Und ich freue mich auch an sich für das Land selbst, weil die mussten jetzt schon so oft dabei zuschauen, wie ihre Nationalmannschaft komplett versagt, obwohl man immer mit Vorschusslorbeeren reinkam und immer gesagt hat, ah, jetzt sind die krass und jetzt sind die krass und jetzt nochmal ein besserer Kader. Und jetzt hat es tatsächlich so funktioniert, dass man ins Achtelfinale einzieht.
Und dann schauen wir mal bei denen schon mal direkt auf den nächsten Gegner. Und zwar spielt Österreich gegen, wie im letzten Video schon erwähnt, gegen Italien. Und ja, so gern ich Österreich gerade gelobt habe und sehr ich mich freue, dass sie weiter sind, jedoch ist es Endstation. So, können die wieder Bye-bye sagen, können die wieder nach Hause fahren, ein bisschen Spaß haben, vielleicht im Achtelfinale. Ey, ohne Spaß, dann liefert den Fans ein geiles Spiel ab. Versucht einen harten Fight zu haben gegen Italien, den ist ein bisschen schwer zu machen. Den vielleicht mal ein Gegentor einzuschenken, weil das kannst du dann auch von dir behaupten, die ersten, die in diesem ganzen Turnier überhaupt geschafft haben, Italien ein Gegentor einzuschenken und vielleicht auch überhaupt schaffen werden. Weiß ich nicht, ob es andere Mannschaften noch schaffen sollten gegen Italien. Und liefert eurem Land einfach ein Spektakel einfach ab. Oder wenigstens einen harten Fight, sodass man das Gefühl hat, okay, das hat auch jetzt irgendwie einen Sinn gehabt, quasi ins Achtelfinale einzuziehen. Und dann geht die Niederlande, spielt gegen den Drittplatzierten, also gegen irgendeinen Drittplatzierten von Gruppe D, E und F. Das könnte zum Beispiel Kroatien sein, das könnte Schottland werden, das könnte Spanien werden, das könnte Polen werden. Also es sind so viele Variablen, also ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht alle durchzugehen. Also Niederlande wird höchstwahrscheinlich da auch Favorit sein, sowieso. Ja, also ich hab Bock auf die Niederlande. Ich hab Bock, das nächste K.O.-Spiel von denen zu sehen, einfach weil die super Fußball spielen. Dann würde ich mal direkt weitergehen auf die 21-Uhr-Spiele. Und zwar fangen wir mal an mit Finnland gegen Belgien. Wo ich nicht viel zu sagen habe, wo ich gerne Radetzky in Schutz nehmen würde, wo ich sagen kann, dass Radetzky wirklich ein Monsterspiel gemacht hat, eigentlich mit super Dinger rausgefischt, super Paraden gehabt und dann so eine unglückliche Aktion, da finde ich es unnötig, auf ihn draufzuhauen und zu sagen, oh, das ist ein Riesenpatzer und alles, weil ich finde auch, das ist unfassbar schwer, da so richtig zu reagieren, weil es sind Bruchteile von Sekunden und das hast du so wahrscheinlich noch nie in deiner Karriere erlebt gehabt. Sei es im Training, sei es in irgendeinem Spiel, dieser Ball, dass der so fliegt, erstmal gegen den Innenpfosten und dann so wieder zu dir kommt. Selbst ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen und ich habe schon einige Fußballspiele geguckt. Das ist so unwahrscheinlich, dass das genau sowas genau in der Situation passiert. Vermahlen kann ich noch 20 Mal so köpfen und es wird nicht so passieren wahrscheinlich. Ich würde da halt jetzt ungern jetzt was Krasses unterstellen und zu sagen, das war ein Monsterfehler und wegen ihm hat Finnland der jetzt ein Gegentor kassiert. Ja, klar, du kannst ihn halten, bla bla bla. Aber chillt ein bisschen mit eurem Slender, chillt ein bisschen mit dem Angreifen gegen gewisse Spieler. Das 2-0 einfach, ja, Lukaku-like. Mit dem Rücken zum Tor, hat den Ball bekommen, dreht sich direkt, legt den Spieler quasi auf seine Schulter, auch wenn er gar keine Chance hat, überhaupt noch an seine Schulter ranzukommen, ballert das Ding rein. Herzlichen Glückwunsch an Lukaku, geiler Typ. Belgien geht dann ja wieder gegen irgendeinen Drittplatzierten. Werden die schon irgendwie reißen, viel Spaß. Das ist sinnlos, da so rum zu spekulieren mit 20 Millionen Drittplatzierten, die das eventuell sein könnten. Und dann kommen wir zum richtigen Wunder, und zwar Dänemark gegen Russland. Die Dänen haben das Unmögliche möglich gemacht, würden einige sagen. Und haben 4-1 gegen Russland gewonnen. Bei einem Spiel, was eine ordentliche Dramatik auch hatte, weil es halt darum ging, nicht nur ins Achtelfinale einzuziehen, sondern auch vielleicht den zweiten Platz noch zu holen, was sie letztendlich auch geschafft haben. Und direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Und das ist wirklich wunderschön gewesen. Also an sich auch das Stadion da in Kopenhagen finde ich cool, weil es ist so richtig, das ist so richtig klein und richtig eng aneinander alles. Und es ist so kompakt und irgendwie, das hat irgendwie was, was ich extrem geil finde. Das habe ich schon beim ersten Spieltag gesagt. Und da war eine ordentliche Stimmung drin. Also das 1-0, wie das fällt von Damsgaard, ist wunderschön. Ein wunderschöner Schuss. Komme immer noch nicht drauf klar, so, weil Damsgaard jetzt in meinem Kopf auch niemand war, bei dem ich direkt identifizieren würde, okay, wunderbare Schusstechnik, habe ich übertrieben Bock drauf, will ich unbedingt jedes Spiel von ihm sehen. Dann kam das 2-0 der Dänen von einem Spieler, bei dem ich mich gerade nicht richtig daran erinnern kann, das ist natürlich sehr schön.
Aber ist ja auch egal, weil wir kommen dann zu den wichtigen Toren. Erstens finde ich den Elfmeter ein bisschen fragwürdig für Russland, den dann Zuba zum 1-2 reingemacht hat. Ich finde, das ist halt jetzt nicht unbedingt ein Elfmeter, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also es ist eine sehr, 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 sehr kleinliche Entscheidung. Ich würde übrigens da den Videobeweis in Schuss nehmen, dass er da nicht eingreift, finde ich gut. Lass den Schiri da einfach die Entscheidung treffen, ob es ein Elfmeter war oder nicht, weil es war jetzt nicht eine so heftige Fehlentscheidung, dass du da unbedingt eingreifen musst. Aber ich finde gut, dass der Videobeweis da ein bisschen passiver ist. Das finde ich in dem Moment eine starke Sache. Was mich halt stört, ist den Elfmeter, dass der Schiri auf dem Platz wirklich die Szene selbst gesehen hat und beurteilt, dass es das ein Elfmeter sein soll. War ich halt eben nicht der Meinung. Kann mich irgendein Schiedsrichter-Experte vielleicht auch aufklären und sagen, das war ein dringender Elfmeter, den muss man geben, das kann sein. Ich aus meiner Wahrnehmung würde den halt nicht unbedingt so geben, finde ich schon ein bisschen kleinlich. Ja, dann kam aber Dänemark sehr, 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 sehr gut zurück mit einem unfassbaren Schuss von Christensen, der da aus dem Rückraum noch angesprintet kommt und den Ball sieht zwar sehr mittig aus, aber mit voller Wucht einfach reinballert. Und da hast du schon die ganze Ekstase gemerkt. Da hast du gesehen, wie das ganze Stadion einfach explodiert. Ah ja, 2-0 hat Pausen gemacht. Das ist mir gerade eingefallen nach einem absolut katastrophalen Fehlpass. Was Russland schon öfters jetzt passiert ist, diese EM. Und da hast du die Euphorie gemerkt. Da hast du auch gemerkt, okay, Dänemark schwebt auf einer Welle. Und dann macht Mele das Ding auch noch mal selbst zum 4-1. Und du hast diese. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Emotion der Fans in dem Moment beschreiben würde. Das ist eine Mischung aus Erleichterung, purer Freude. Ja, mir fehlen da sogar die Worte dafür. Und genau sowas ist geil. Wenn du das Gefühl hast, es ist so emotional aufgeladen, es ist sowas Besonderes, dass du gar keine Worte dafür hast, es ist endlich mal wieder was Geiles, was dir wirklich was richtig was gibt in diesem Turnier. Und es hat mich extrem gefreut. Dänemark spielt jetzt aufgrund dessen gegen Wales. Ja, im Normalfall vom Kader her würde ich auf jeden Fall Dänemark die Favoritenrolle geben. Vom Turnier-Ding her hat halt Wales eigentlich wirklich eine coole Gruppenphase gespielt. Ich habe ja schon im letzten Video erzählt, dass sie mir echt gefallen haben. Ich habe Bock drauf auf das Spiel. Ich habe übertrieben Bock drauf. Ja, also in mein Kopf hat gerade überlegt, was man da predikten könnte, aber ich finde es halt total spannend. Ich finde, es ist ein sehr offenes Spiel, es ist ein Spiel mit Namen auch, mit Namen, die du auf jeden Fall beobachten möchtest, mit einem Bale, der eine geile Gruppenphase gespielt hat, mit einem Ramsey, der eine geile Gruppenphase gespielt hat und dann bei Dänemark logischerweise mit einem riesen Kader, wo ich könnte einfach Name-Dropping jetzt betreiben, wenn ich sage Schmeichel, Kjær, Paulsen. Jetzt haben wir Damsgaard mit einem Sonntagsschuss. Mele ist ein geiler Spieler. Und so weiter. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Deshalb lassen wir uns einfach überraschen. Hoffentlich haben wir da ein geiles Spiel. Heute, um da mal eine kleine Aussicht zu haben, spielen nur vier Mannschaften. Das heißt, wir haben zwei Spiele um 21 Uhr. Ist für mich ein bisschen entspannter. Wir haben Kroatien gegen Schottland, die beide auf Sieg spielen müssen. Deswegen denke ich mal, dass ich bei dem Spiel auf jeden Fall einschalte, um mir das anzuschauen. Da das einfach nochmal, da um ein bisschen mehr einfach geht. Weil ein Ausscheiden aus dem Turnier ein bisschen mehr Bedeutung hat, als ob du jetzt Erster oder Zweiter bist, wie das zum Beispiel jetzt bei Tschechien gegen England wäre. Was natürlich auch ein cooles Spiel sein könnte. Bin ich auch gespannt drauf. Ich hoffe, wir haben da einen schönen Abend noch vor uns jetzt. Am heutigen Tage. Wetter ist ein bisschen komisch. Wir haben ja schon irgendwie viel zu sagen zum Wetter. Irgendwie jetzt diese EM, es ist entweder extrem heiß oder auf einmal wird es einfach zack aus dem Nichts komplett bewölkt, komplett kalt. Und wie ich darauf reagiere, ist halt mit Hardcore-Kopfschmerzen. Deswegen hoffe ich, dass man mir das nicht so hart angemerkt hat. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ich habe Bock auf vielleicht noch eine bisschen spannendere EM. Es geht ja jetzt auch langsam in die K.O.-Phase rein und sowas alles. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein.